Jo, guten Morgen, willkommen zurück zu Die Reise ins All. Ja, jetzt spielen wir noch den Alternativweg und ich heiße natürlich genau, dass ich da zuletzt gespeichert habe und die Musik ist wieder verdammt laut. Das passt sogar halbwegs. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich drehe mal den Sound ein wenig leiser. Ein wenig lauter, weil er zu laut ist. Ich mache ihn einfach so laut, dass ich ihn irgendwann nicht mehr höre. Ja, den Text kennen wir schon, das überspringe ich jetzt mal schnell. Indem ich einfach ganz schnell Enter drücke. Nein, Return, ich drücke Return. Verdammt! Ach, schade. Ja, kennen wir ja schon. Jetzt drücke ich wahrscheinlich gleich beim Falschen einfach weiter Return und nehme wieder den falschen Weg. Es wäre vielleicht voller Love, wenn wir nochmal danach speichern könnte. Also so technisch, ne? Nachdem der ganze Text durch ist. Immer diese unfähigen Entwickler, die nichts können. Ja, komm. Dieses schlecht gezeichnete Gesicht, der kann nichts drauf haben. Ja. Ich weiß. Überhaupt eine Karte lesen kann. Nein, nicht so falsch drin. Das war wieder keine Ahnung, wie ich die gesprochen habe. Ich vergesse es innerhalb von wenigen Tagen immer so gern. Wir müssen dringend in die Offensive kommen! Ein Köpfchen im Feind diktieren, wo die Schlachten geschlagen werden! Makwitz! War eine ganz große Sache! Auf nur! Wir haben genug Senf! Nicht den Plan aus der Bastelstunde, Oryx Lenz. Den anderen bitte. Na, wieder meint! Also, Angstwalze mag das Herz unserer Welt überrollt haben! Der Statthalter von Tentakelas Gnaden! Hat den Krieg bereits begonnen! Ha! Das ist ein Fehler! Lungenschlein! Beipflichten! Darf gesprungen! Geben Sie mal gewiss einen Hering, Kotlitzer! Für unterwegs? Feind oder zur Zeit seine Truppen! Zum letzten Schlag auszuholen! Letzte Schlacht, Ich Deutsch, ne? Doch bis er sich vollends repariert hat, kommen wir ihm zuvor! Überraschung! Er kehrt in seiner jüngsten Werbung! In seiner jüngsten Werbung? Dem Orient! Also der Kriegsgerät steht ungruppiert herum! Alle teuflischen Waffen werden gewartet, gepflegt und gerüstet! Alle Kriegsgerät! Prächtig! Und bitte hinein für unseren Husarenstreich! Hurra! Kleiner Trupp, wo sie unbemerkt, der dicht anschleichen können! Und die Waffen war so alles voll, so einen Kräftigen zu versetzen! Na, willst du einen Trupp diese Aufgabe nehmen? Nö. Ausgezeichnet. Ihre Kollegen führen dann den anderen Auftrag aus. Ja, wenn nicht gerade. Gut, das ist jetzt wieder alles so. Blablablup, was wir schon kennen. Leute. Reich im Orient, liebe Freunde. Hoho, ich bin der Amt. Da hat mich schon manche Expedition geschlagen. Ich hoffe nur, die Kriegszerstörung haben sich furchtbar bemüht. So eine liebliche Gegend. Lieblich? Ich habe ja ganz andere Gerüchte vernommen, Herr Professor. Ach was, wer hat diese dumpfen Klischees überbaut? Hat sie das Ziel empfangsbereit? Ja. Du halt auch besser mal die Kanone empfangsbereit, ne? Ich glaube, ich hatte ja hier schon alles gemacht, also kann ich da direkt gehen. Ja. Strahlen wir uns noch ein bisschen. Kam da nicht nochmal irgendwann ein Kommentar, wenn er es noch ein paar Mal gemacht hat? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Schmurro! Allmählich! Ein gewisses Rumoren im Haupt! Kommt da noch was? Probier es einfach mal aus. Ich weiß gar nicht mehr. Ich laufe da gerne durch. Mir sieht nicht gerne Knochen. Okay, es reicht. Unnötig das Video gestreckt. Zum ersten Mal. Hack ich dann gleich mal auf meiner Liste ab. Ja, möchte ich. Nein, ich tue nur so. Vielleicht. Ich bin mir noch unentschlossen. Moment, das wäre dann. Oh. Nee. Doch. Interessant. Ja, den Text kennen wir, glaube ich, auch schon. Das ist immer noch von 1869 geklaut.
Naja, fast. Er hat noch einen eigenen Rahmen drum gebaust. Gebaustelt. Gebaustelt, ich hatte das. Voll krass gebaustelt. Und da werden wir viel daran nix. Sie will jetzt wirklich ein Hören. Das wird ein Blick in die Reich. Deutsche Reich! Nein, falsch. Falsche Landkarte. Passiert. Schauke ist hier immer so. Wald, Meeresströmungen, ja, kann man voneinander prallen, ist selbst der tiefer auf höher bei uns in Höhe. Wie ich es spüre. Ist doch schön. Wie ein Cocktail. Oh. So, und ich muss mal schauen, wie es bei den anderen Videos aussieht, ob die Tup die fressen will, weil ich die Audiospur ein wenig modifiziere. Momentan sagt der YouTube. Wie komm ich? Was sind hier das Zimmer des idealischen indischen? Und das ist in der Tat etwas eigentümlich. Obwohl Indianer kommt von Indisch, ne? Von daher, also. Nicht so wichtig. Das ist ein fantastischer Reifer-Kriterium. Ja, komm. Eigentlich ist es wie. Wir müssen achtsam sein. Attacke, jawohl. Nichts da leugnen. Ich kann über Glück reden, dass in der Heimlichkeit auch so gefunden wurde. Adanakrain. Bringen Sie es an Land, an Bord. Wahrhin, dass ich mich ungewöhnlich Eile zeigen muss. Das ist nämlich ungewöhnliche Eile zeigen? Soll das wirklich so heißen? Muss auch darauf dringen, ihre Anlandung so schnell wie möglich vortrieben. Ich darf die Nautilus nicht zu lange der Gefahr durch die feindlichen Flugapparate aussetzen. Sobald die ihren Auftrag erfüllt haben, schlagen sie sich zum Landeplatz zurück. Naja, komm, lass uns raus. An die Luft! Alets, alets! Bitte beeilen Sie sich, über was ist die Nautilus ein leicht zu erschwerendes Ziel? Ja, ja! Bist du schon so schnell wie möglich? Die Sprosse, Bo! Atsch! Mein Hand! Pardon, mein Lieber. Das war Absicht. Blockiert doch nicht die Luke, ihr beiden. Hopp, hopp, an Land. Gott sei Dank, wir scheinen ohne Deck geblieben zu sein. Das sind es! Sind es doch! Ein panisches Gewesen, aber völlig umsonst! Sablo, der Feind ist auf Zack. Sacrebleu, wir sehen uns wieder, falls sie den Auftrag erfüllt haben werden. Notauchung. Und so, ne? Und tschüss. Falls, ernstlich, wenn wir unseren Auftrag erfüllt haben werden. Ach, legen doch nicht auf die Goldwaage. Die beiden Wörtchen werden heute noch oft vertauscht. Wir haben keine Zeit für diesen sprachlichen Fass im Blei. Lass uns lieber die Deckung gewinnen. Wir hätten da jemanden bestimmt nicht mehr ähnlicher Teufel. Ich weiß gar nicht wem. Brrr, Zeichen hoch, Schaden erober. Rrr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 
Danke, Schatz. Das ist einfach zu furchterregend. Ja, im Vergleich zu allem anderen Zeug, das wir schon gesehen haben. In die Wüste? Die Leben fallen die Öl. Ich sollte nur wagen, eine selber zu überwegen. Ich stehe überzeugenden Grund, versuchen einzudringen. So, wir gehen erstmal direkt dahin. Das ist immer gut. Ist natürlich bewacht. Dennoch, den Gesellen fertig werden zu können! Mögliche Freunde, die Fähigkeit sind auf der Reise ganz erstaunlich gewachsen. Wenn sie ihren Blick noch etwas weiter schweifen lassen, dann ist ein Hindernis ganz anderer Natur. Von einer riesenhaften Ungerechtigkeit aus Stahl. Und so etwas übersehen sie im ersten Moment, Herr Leutnant. Blick durch den Holograph vor, hat uns vorgewarnt. Wir wissen um die Zerstörungswahl dieser Apparate. Es ist kein Wunder, dass die marsianische Kriegsweise sich hier unten auf unseren Bahn bricht. Ich habe voll den Husten gerade. Wenn sie sich derartiger Mittel bewegen können. Die Mission ist klar, wir müssen die Kriegsmaschine zerstören. Nein, drauf! Ich kämpfe mich da mal auf Schuss weiter ran, ohne zuvor zerstrahlt zu werden. Wir sollen Versuch reinkommen lassen! Hassfuß! Achtung, die Brückenpatrouille! Wird er hier, um einen Haufen wüster Dreck zu bewachen? Das haben wir auch auf Mars zu Genüge. Bald sind die Natur abgeschlossen, dann erstürmen wir den saftigen Rest dieser Welt. Und ab, sie haben vielleicht wieder so eine frische Braut bekommen. Diese warten es einfach leid. Der Krieg ist doch schon gewonnen. Die großen Schlachten sind bereits geschlagen. Die Welt an Verteidigungskraft aufzubieten hatte, haben wir beiseite gefegt. Mach mir einfach unser Dienst, ohne uns groß an den Tentakel auszureißen. Du, halt die Ausschau, der Rest begleitet so wie die Schatten. Ich hab Gleitcreme. Anderes Thema. Professor Zen hatte recht. Der Gegner liegt tatsächlich an Sorglosigkeit an Tag, als hätte er bereits den Krieg gewonnen. Dies Hochmut soll der Feind noch bitter bereuen. Haben wir den Weißen an? Heimlich, Leutnant, heimlich. Wenn der Wachalarm steckt, dann geht es uns schlimm. Ja, ja, wir sollen Acht geben, mich ungesehen an den Tag noch zu steigen. Da warten wir jetzt über. Ähnlichkeit nimmt zu, die Ähnlichkeit nimmt zu. Ich weiß immer noch nicht mit wem. Oh. Gütiger, der Kriegsmaschine, der selbst schampft daran. Und wir bleiben einfach stehen. Würde ich auch machen. Also ich hätte mich ja hinter den Stein versteckt, dann hätten sie mich nie bekommen. Aha, ich bin nämlich voll clever. Ja. Hallo, wie geht's mir denn? Ja, wie der Anblick! Zappeln Gewebes! Noch zappeln Gewebes! Noch. Jetzt will ich schnell gibt es seine Vorspielen. Narren! Meint ihr etwa ich? Na du, mir macht schon wieder so wunderlich zumute. Liebe Zeit, was ist denn mit dem passiert? Er ist still und im Maßen leise ausgestaltet worden. Ganz wie es sich wünscht, der Professor. Vermut, dann wollen wir unser Glück aber nicht überstrauzieren. Gehen wir lieber auf Abstand. Die Brücke wird ein harter Brocken. Hoffentlich fällt sich was ein. Seien wir erst einmal die Spuren unserer überraschenden Anwesenheit. Toll, ich habe eine Tentakelhülle. Geht, das ist mein Taschenpaket, das scheut das Ding nicht. Ja, toll. Wieder im größten Inventar kann ich es nicht ablegen. Wo sind überhaupt meine... Achso, nein, ich habe da noch gar keine... Gottlob, ich gebe überwiegend auf dem martialischen Donner... Auf die der... Ach, was soll's. Ich lese einfach, was ich will. Noch nicht herabgestoßen ist. Unendlich! Ungewöhnlich! Ich gehe erstmal in die Stadt. Psst. Was hast du, Schatz? Bei mich! Weil die Stadt eigentlich noch steht! Weil sie noch nicht umgefallen ist. Ah, oh Gott. Und folgten ihren Tag das Zerstören, das doch beherrschen trachten. Da stießen sie auf geringeren Widerstand durch diese strategische Städte. Sie sagen, wir wissen es nicht. Wir haben recht, Gnädigste. Wir wissen immer noch viel zu wenig über die eigentlichen Vorhaben der Asianer. Uns wird uns auch noch oft die Wahl ihrer Mittelrätsel bleiben, vorläufig. Denn hier können wir das Gebaren Feind aus nächster Nähe studieren. Sicher, wir gehen gescheit aus der Fähre heraus. Verdammt, Professor! Sie liegen als Beobachter, soll das Kampf so abgezahlt worden! Attacke ist geboten! Sie mit ihren blinden Mühen und Drängen. Es gilt es, Informationen zu sammeln, damit wir hier überhaupt lukratives Ziel ausfindig machen können, auf dem sie unser Zorn dann entladen darf. Vorwände!
Achtung, Tentakel! Können wir die nicht einfach platt machen? Mitkommen! Ja, aber warum? Ich habe mir doch nichts zu schulden gelassen. Das ist keine Frage zu stellen, es hat zu folgen. Folge mir! Zu Ruhm und Ehre! Vor allem zum Ruhm. Leute, schreiben wir zu weit, was ruppig durchzugreifen, Herr. Schweig, Sklave. Wolltest du uns einfach Gnade immer mit Übermut vergelten? Nein, na, gewiss nicht da. Dafür habe ich euch viel zu viel verdankt. Euch zu viel verdanken. Ach, das ist alles zu verdanken. Vergiss das nie. Natürlich, natürlich. Verzeiht meine klänglichen Widerworte. Denn bedenkt, ich bin nur ein Mensch. Gut gewunden, Wurm. Halt nur den Alltag der Stadt am Laufen. Du weißt, wofür wir sie benötigen. Euer Wunsch ist Befehl, Herr. Ja. Teuflau, starrt fest unter den Knudeln den Tag lang. Mann, Verhaftung, Verrat, scheint ein schrecklicher Ort zu sein. Besser mal! Die Waschwasser hätten hier der Pleine gehauen! Tuch noch eins. Wie sieht denn ihr Leutnant hin? Gar nicht vergleichen werden sie. Dein Kopf für keinen Lehren, Schatz, aber in den Angelegenheiten, höre besser auf den Professor. Wieder auf Feinde verhauen! Ich hoffe auf der Straße, wenn die Aufmerksamkeit aller Besatzer wecken, sind sie Auftrag gescheitert. Wer darf wieder vorgehen? Kommst du schon in dein Kämpfchen, Liebster? Also find mir selber heraus, welche Weise sich der Gegner am findigsten treffen lässt. Ja, da habe ich 19.000, da habe ich viel mehr Geld. Ich hätte erst den Weg spielen sollen. Herr Omar ist beschäftigt, es ist ganz unmöglich, ihn zu sprechen. Wir sprechen später mit ihm. Ist jetzt nicht so wichtig. Ich glaube, sie nicht doch. Ich will hier weg! Das ist die falsche Szene! Das sieht mir aus wie ein Schutzanzug. Hui, Pengkrach, Pum. Pum. Also ist Mutter nicht recht, dass wir draußen spielen, jetzt jammert sie, wenn wir drinnen einen Weg toben. Ja, mit dir habe ich schon geredet. Ich will mit deinem Bruder. Deinem eineigenen. Ach, leck mich. Geh, mir ist schon erschwindlich, aber wenn ich jetzt anhalte, falle ich bestimmt um. Ich bin mit einem. Du fällst einfach nicht um, da habe ich schon mindestens 5-mal getroffen. Den Boden sehen könnte der Krug offensichtlich leer. Da ihren Boden. Ach. Ja, ja, wissen wir schon. Riechwasser. Das Wasser da ist. Ich soll vielleicht erstmal lesen, bevor ich es einfach wegdrücke. Einfach Waschzugang mit Wasser zweifelhafter Qualität. Herkunft. Seine Herkunft ist sehr zweifelhaft. Krug wurde einfach nicht wieder auch. Ich bin doch voll rassistisch und ehrlich Familie hier. Turban, Wickelanleitungen, Schnabel, Schuh, Spanner, oh Gott, andere Dinge, die einen echten orientalen Haushalt so mit sich bringen. Die ein echter. Heute ist nichts mit Deutsch. Ja, ach, und ich habe mich schon auf so etwas Nettes gefreut. Wie unverantwortlich, einen leeren Krug rumstehen zu lassen. Schrank ist fest verschlossen. Stehst du mir im Weg? Hier liegen 12 Scheiter Holz. Mit einem Scheit könnte man das Feuer 30 Minuten unterhalten. Wie viele Scheiter benötigt man, wenn man das Feuer 2 Stunden 45 Minuten? Rum! Und was sie gewonnen? Wie? Lustige bunt Trockenpilze. Ein Fenster. Nein, nein, Effendis, da gehen sie mir nicht ran. Ich hatte nur genug, den Überwurf meines Mannes so schön zu glätten. Und er ist kritisch. Sehr kritisch. Er ist Kritiker. Er hat einen kritischen Treffer gelandet. Lasst meine Kinder nicht mehr auf die Straße. Stell dich verschwindig, euch Leute spurs im Palast. Das könnte jeden treffen. Was? Der Palast könnte jeden treffen? Ich sollte aufpassen. Ich sollte auch aufhören mit meinen schlechten Witzen. Die tun schon langsam weh. So, wir rüsten uns erstmal aus. Ja, mit den Überwaffen. Ich hab's ja. Apropos, ich hab's ja. Der hat ja schon. Hier gibt's nichts Besseres. Habe ich jetzt noch das Richtige ausgerüstet? Ja. Nein, das ist falsch! Alles falsch! Alles ungefähr 350. So, kaufen wir es mit unglaublich wertvollen Lederkittel. Jetzt habe ich wieder 10.000. Was hat der so im Angebot? Da haben sie einen frischen Erzeugnis in der Natur. Kostet erquickende Nektar meine Ware, Fendis. Ja. Das heißt, das Färben garantiert nicht.
Sieh mich doch mal an, du Wäschepfusche. Ich habe jetzt doch alles in grün. Ist doch auch schön. Ah, Titulus Lornatus. Sieht aus wie eine Melone. Ah, ich erkenne einen spendablen Kenner, erstklassige Ware, wenn er vor mir steht. Lassen Sie mir mal ein Angebot um Garn, Defendi. Ihr kann mir auf, nach Plunder! Was für 13 Stück Tuch? Oh Gott, ihr Stück ist wie Fans. Wie wird sie gemacht? Nur an einer Schönheit wie Ihnen. Komm es zur Geltung. Dazu passt im Übrigen noch dieses hier. Schmeichler, sie. Und was liegt dort hinten aus? Himmels Willen, die Angst ist ein Glitterfilm. Fuck, fuck. Hell, Freunde, zeigen wir von Elnor fort von diesem Ort, bevor sie unsere Börse ruiniert. Na Güte, ich hab noch nie geguckt, nur geguckt. Geguckt. Ja, das hatten wir ja schon. Dann wirst du glatt als orientalischer Prinz durchgeschatzt. Kalibaleske Flüssel, Flausen! Hey, mich noch nicht! Mit Zierrad! Vom Ort natürlich abgesehen. Und Epauletten. Uniform aufnähern. Und. Kann der Goldwagen wieder einpacken! Wie er meine Wurzel liegen pflegt! Der Tingel-Tangel-Krims-Krams-Stand. Scheint von Gebrauchsgütern über Heilmittel bis hin zu Waffen und alles feilzubieten. Also, ich will ja kaufen. Was auch immer ich da noch groß kaufen soll. Ich kaufe mal noch. So, jetzt cheate ich mir unendlich viel Geld und cheate meine Werte mit diesem Trick hoch. So, das brauchen wir nachher noch. Zwar nicht wirklich, aber hier geht es mir aus Prinzip. Erhöht Angriff dauerhaft um. Wir brauchen später noch Heiler. Erhöht Geist. So. Da will ich es ja eh nicht bis zum Ende durchspielen, von daher. Ich habe Bananen übrigens dabei. Gut, nachdem wir jetzt ausgerüstet sind, können wir. Fangen wir einfach von unten weiter an. Das ist, glaube ich, nein. Wir fangen einfach unten bei Spielbeenden an. Haben wir Teilhörner am Jungen übrig, Fendi? Dann geben wir. Was, sehe ich tatsächlich was? Danke, danke, edler Spendler. Gib doch bestimmt noch einen Teil, das ist sehr Fendi. Was passiert überhaupt, wenn man das ganz lang macht? Ach ja, richtig, der läuft einem ja hinterher. Anschluss belegt, andere sind noch frei. Ein Anschluss ist verfolgt. Boah, verpinst dich. Kennt jemand Gotik? Kennt jemand Mut? Tschüss. Ha, ich hab ausgetrickst, so dummer Junge. Dummer Junge. Na, guck mal, eine Bar. Guck mal, fliegende schwarze Punkte. Das Fernsehprogramm ist auch immer beschissen, ne? Kann ich da auch mal? Gut besuchte Wasserpfeife. Ja, ich will auch mal. Das unentbehrliche Intensiv wird Dütschmaucher, was auch immer. Ich kenne mich mit Rauchen nicht aus, ich hab da nichts davon. Ist du leider der beste Erzähler der Stadt. Wenn er erzählt, wird im Krieg die Geschichte hineingesogen. Oh je, ich fürchte die Märchenwelt, um dem wahren Problem aus dem Weg zu gehen. Flüchte, ach. Wir werden noch alle wie. Heute wird es nichts mit dem gescheiten Deutsch. Ach, bei dieser Geschichte hätte ich so zu gerne die Noten der Tage. Das verfinden sich die letzten Sonnenstrahlen, füllten sich vor meinen Augen. Das glaubte ich, es sei eine Wolke. Als ich meine Blicke zum Himmel erhob, sah ich einen riesigen Vogel von gewaltigem Leibesumfang und weit klaffenden Schwingen. Jetzt erinnere ich mich, dass auf einer einsamen Insel ein riesiger Vogel, der Rauch geheißen lebte, der seine Jungen mit Elefantenbabys großfüttern sollte. Ah ja, ich gehe da mal weiter, ne? Zum Flug steigen die Aromen verschiedener Dorftöne, Duftöle und Harze auf. Wasser! Eine Stänke! Das mit Alkohol ist nicht so ganz einfach, mein Herr. Komm, verehrte Gäste. Nein, Sie müssen meinen Zwillingsbruder wechseln. Oder dessen Zwilling. Oder dessen. Wissen Sie, wir starren alle aus einem kleinen Angeln Dorf mit den Kameraden! Zum Aus und grünen Wirtschaften! Ja, Geist hören! Scheinbar ist meine Geschichte doch nicht so erstaunlich und einzigartig, wie ich immer annahm. Ich nehme mal Zimmer. Von keinem Geschmack
volleren Ortnächtigen. Das kostet mir die Kleinigkeit 50 Taler. Was soll's? Erst hier hinter der Vorhang. Ich wünsche ihm wohl zu ruhen. Oh, der erzählt doch weiter. Wie gewöhnlich erschien der Drache zur Nachtzeit. Ich glaube, ich spreche ihn gerade wieder anders als vor eben 2 Minuten, weil ich mir seine Stimme nicht gemerkt habe. Toll. Und sein letztes Opfer holen, da mich jedoch wegen des Holzes, das mich von allen Seiten umgab, nicht verschlingen konnte, wie sich um mich, wenn ich ihm halbtot vor Furcht und Grauen zusah. Arnus das Beste herauspflückte, rief auf einmal der Kapitän hoch vom Schiffsbord aus. Laut der Kunde, Simbad, rettet euer Leben, kommt aufs Schiff, so schnell ihr könnt. Die Insel ist keine wirkliche Insel, sondern ein großer, mitten im Meer feststehender Fisch. In diesem Augenblick taucht das Ungeheuer aus dem Wasser, es braust und zischte, die See donnerte. Über den hohen Bogen zusammen mit dem Holzbord in die Wellen geschleudert. Fiel in die Hände von riesigen, gorilla-ähnlichen Geschöpfen, die Menschenfresser waren und sich mit einem wahren Heißhunger auf uns stützten. Ich musste zusehen, wie meine Gefährten an einem Spieß geröstet wurden. Doch als die haushohe Hand eines dieser Ungeheuer an mir greifen wollte, merkte ich zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich ein ausgezeichneter Läufer war. Ja. Ja, gut, das kennen wir schon, ja.